Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute habe ich einen für mich neue Brennerei, einen Whisky von einer neuen Brei, und zwar der Aber Falls Distillery in Wales. Wales hat mittlerweile jetzt zwei Distilleries. Das ist die zweite. Der trägt noch keine Altersangabe, ist von 2021, kostet bei whisky.de im Shopsystem 29,90 Euro, 40 Volumenprozente. Und ja, die Distillery ist, wie gesagt, ziemlich neu, dürfte, und das ist jetzt die zweite Abfüllung aus der Brennerei. Erstling ist schon weg. Und die verwenden hauptsächlich lokal angebaute Gerste, nicht hauptsächlich, ausschließlich, und von walisischen Farmern, damit sie auf der einen Seite sehr authentisch und regional produzieren, auf der anderen Seite, um die heimische Wirtschaft hier ein bisschen zu unterstützen und am Laufen zu halten. Reifen tut der Whisky in vier verschiedenen Typen von Fässern, einmal PX, Sherryfässer, dann Oloroso Sherryfässer, dann Ex-Bourbonfässer und frische amerikanische Weißeichenfässer, sodass man hier für einen vergleichsweise jungen Single Malt sich bei der Fassauswahl nicht hat lumpen lassen, um hier ein Niveau auf Anhieb hinzubekommen. Ja, haben eine eigene schöne Flasche, schön breit gehalten, dass man viel von der Farbe des Whiskys sieht. Einfaches Etikett. Mit Wales, glaube ich, hat die Farbe ist rot mit dem Löwen. Ne? Also hier so ein bisschen, da ist der Löwe, meine ich. Und dass sie sich hier also einmal den, schön fruchtig, malzig, hier also dann auch auf der Waliser Welle dann reiten, beziehungsweise fließen. Ja, schauen wir mal. Ja. Intensiv, voll, obwohl nur 40 Volumenprozente. Da kommen sofort Zitrusfrüchte, allerdings ein bisschen süße, kandierte Zitrusfrüchte. So Zitronat, Orangeat. Dann ein bisschen Nelken daher, erinnert ein bisschen an Weihnachten. Malz und danach Vanille und Karamell. Ja, wenn man frische Weißeichenfässer verwendet, dann kommt Vanille und Karamell gleich mit. Ist ein sehr schöner, ausgewogenes, volles Aroma. Gefällt mir gut. Cheers. Erst nur süß, weil 40 Volumenprozente drückt nicht so auf die Zunge. Dann kommt es ein bisschen stärker und gibt Würze vom Fass ab. Und Nüsse kommen mit. Das ist der typische Bestandteil, wenn man gute Sherryfässer verwendet. Dann gibt es Nüsse gratis mit dazu. Und im Abgang geht es ein bisschen rüber in Espresso, ein bisschen in dunkle Schokolade, aber noch nicht wirklich stark, weil der Whisky reift ja nicht lange in diesen Fässern, weil die Brennerei ist ziemlich neu. Und das ist die zweite Abfüllung der Brennerei. Ja, Abgang mittellang, lässt jetzt schon ein bisschen nach, ein bisschen trockener werdend. Jo. Für einen jungen Whisky recht gut, ordentlich gelungen. Auch wenn man den Mund ein bisschen voller hat, kommt die Würze dann noch ein bisschen stärker durch. Jo, gut gemacht. So, das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.